Über Corona spreche ich nun mit dem Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Epidemiologen Dr. Friedrich Pirner. Guten Abend, Herr Pirner. Hallo, grüße Gott. Hallo. Guten Abend. Am Anfang der Pandemie war ja die Rede davon, dass Masken eher etwas für Räumlichkeiten sind. Jetzt ist in Österreich die Rede von Maskenpflicht im Freien. Ich habe nur eine Frage. Was denn nun? Maske im Freien, ja oder nein? Nein, ganz klar nein. Die Gefahr einer Ansteckung im Freien ist extrem gering und rechtfertigt auf gar keinen Fall diese Maßnahme, nämlich Masken im Freien zu tragen. Das erinnert mich so ein wenig an magisches Denken. Das ist so ein kindhaftes Verhalten. Wenn man die Augen schließt, dann sieht man mich nicht mehr und somit bin ich unsichtbar. So denken immer die Kinder. Und das hat irgendwas vom magischen Verhalten. Also nein, wir brauchen das nicht. Masken im Freien, warum auch? Denn im Freien zirkuliert die Luft und die Aerosolwolken können sich nicht lange in der Luft halten. Und insofern braucht man die Maske nicht. Im Übrigen wäre es ja sonst auch vollkommen unsinnig, weiterhin in Zimmern, in Klassenzimmern, in geschlossenen Räumen immer wieder regelmäßig zu lüften. Ja. In Wien gehen wieder tausende Menschen auf die Straßen, um gegen die kommende Impfpflicht zu demonstrieren. Wird denn die allgemeine Impfpflicht der Pandemie endlich ein Ende bereiten? Was meinen Sie? Nein, wird es nicht, auf gar keinen Fall. Und warum nicht? Weil eben der aktuelle Impfstoff dafür gar nicht geeignet ist. Denn wir wissen ja, dass der Impfstoff weder eine Übertragung noch eine Erkrankung verhindert. Im Übrigen ist es ja so, warum kann jetzt oder soll damit die Pandemie beendet werden? Omikron ist ja eigentlich recht ungefährlich, soweit wir das jetzt wissen. Also insgesamt sehe ich jetzt keinen Grund für eine Impfpflicht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass eben die Variante Omikron die Pandemie erledigen wird. Wenn Omikron so ungefährlich ist, warum dann dieser drastische Schritt zur Impfpflicht? Da kann ich nur spekulieren. Also medizinische Gründe dafür gibt es nicht. In meinen Augen ist es eher ein politisches Verhalten. Man möchte die Menschen zum Boostern, zum Impfen bringen. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob tatsächlich die allgemeine Impfpflicht überhaupt tatsächlich kommen wird und ob sie dann auch Bestand hat. Sowas wird ganz sicher auch juristisch überprüft werden. Und da wäre ich noch ganz vorsichtig, ob die allgemeine Impfpflicht tatsächlich bestehen bleibt. Ja. Jetzt möchte ich von den politischen Maßnahmen wieder zu den medizinischen zurückkehren. Eine israelische Studie zur vierten Boosterimpfung liefert bisher eher enttäuschende Ergebnisse. Die Antikörper steigen nicht so hoch wie erwartet. Ist der Booster also doch kein Freifahrtschein zurück ins normale öffentliche Leben? Nein, der Booster ist kein Freifahrtschein. Und wie soll er denn das auch sein? Man muss sich das einfach überlegen. Der Booster ist ja nichts anderes als quasi der Impfstoff der ersten und der zweiten Impfung. Und wir kennen doch jetzt ganz gut, dass eben der Impfstoff nicht so hilft, wie wir uns das vorgestellt haben, beziehungsweise wie es immer erzählt wurde. Und warum soll jetzt plötzlich dann der Booster, die dritte Impfung oder dann von mir auch die vierte Impfung plötzlich helfen? Man sieht doch ganz deutlich, dass auch Menschen, die jetzt dreifach geimpft sind, also das heißt geboostert, auch immer wieder krank werden. Und nochmal, es handelt sich um den gleichen Impfstoff. Yeah. Also wie sollte das jetzt plötzlich besser werden? Yeah. Um nochmal auf Österreich zurückzukommen. In Österreich ist wegen der Omikron-Variante ein neuer Lockdown im Gespräch. Die Maßnahmen sollen wieder verschärft werden. Laut manchen Experten ist aber Omikron weniger gefährlich und soll daher durch die Bevölkerung laufen, um eine Herdenimmunität zu erzeugen. Welchen Weg halten Sie für sinnvoll? Ja, also ich sehe das genauso. Die Daten geben das her. Omikron ist weit weniger gefährlich als die anderen Varianten. Und die einzig sinnvolle Maßnahme, die einzig sinnvolle epidemiologische Maßnahme ist, alles zu öffnen. Wir brauchen eine natürliche Durchseuchung, auch wenn man das nicht wahrhaben will und wenn sich das gruselig anhört. Aber wir brauchen eine natürliche Durchseuchung. Und genau eben mit dieser Variante ist das möglich. Und deshalb muss man eben also nicht mehr über einen Lockdown diskutieren, nicht mehr über Schulschließungen, nicht mehr über eine Maskenpflicht, 2G, 2G plus. Das alles muss tatsächlich fallen. Und im Übrigen, wir würden jetzt gerade in diesem Moment, also bei uns in Deutschland ist es so,
überhaupt nichts von der Pandemie merken, wenn wir nicht so exzessiv testen würden. Ja. Dr. Penner, also im darf Prinzip ich Sie, ist die Pandemie vorbei. Ja. Darf ich Sie bitten, noch mal einen Blick in die Glaskugel zu wagen? Wird denn 2022 die Pandemie vorbei sein? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Pandemie vorbei ist. Für mich medizinisch, epidemiologisch ist sie vorbei. Man muss sie einfach nur noch für beendet erklären. Aber ich gehe ganz stark davon aus, also ich bin immer nur Anhänger der Wissenschaft, ich gehe ganz stark davon aus, dass man nicht mehr über diese Daten springen kann. Man kann nicht mehr über diese Daten hinwegsehen. Ich hoffe ganz stark, dass die Pandemie 2022 für beendet erklärt wird. Das nenne ich ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute und schönen Abend.